Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum. Begrüßen Sie bitte mit mir Ulrich Tukur. Wir sind noch alle ein bisschen träumerisch und ein wenig in einer ganz anderen Zeit gefangen. Wir haben nämlich gerade Unter den Brücken gesehen, das Meisterwerk von Helmut Kreutner aus dem Jahr 1945, der Film, den sich Ulrich Tukur zur Eröffnung seiner Carte Blanche von 11 Filmen hier in unserem Kino gewünscht hat. Jetzt warten wir gerade noch eine Sekunde, bis alle ihre Plätze gefunden haben. Ja, danke. Und nun springen wir sozusagen aus dem zerstörten Deutschland, dessen Zerstörung man nicht sieht, sondern ganz im Gegenteil, eine ganz zeitlose, sehr berührende, auch romantische, poesievolle Geschichte erlebt. Nun springen wir also aus jener Zeit in die Gegenwart. Sie, lieber Herr Tukur, durften sich oder haben sich aus Ihrem großen Œuvre einen Film ausgesucht, aus Ihrem Œuvre, den Sie uns hier und heute präsentieren werden. Nochmal zur Erinnerung, Sie haben ja mit so vielen beeindruckenden Regisseuren zusammengearbeitet wie Michael Verhoeven, Reinhard Hauff, Frank Beyer, Matti Gejonek, Florian Henkel von Donnersmarck, Rainer Kaufmann, Dieter Wedel, Caroline Link bis hin zu internationalen Stars wie Konstantin Costa Gavras, István Szabó oder Steven Soderbergh. Und für diejenigen, die heute Nachmittag schon hier waren, wir wissen inzwischen, das hat er uns gestanden, Ulrich Tukur, dass er die Rolle bei Soderberghs Solaris eigentlich seinem fotogenen Hund zu verdanken hat. Wir sind gespannt, was wir gleich zum nächsten Film sozusagen an Einzelheiten und Hintergründen noch erwarten dürfen. Denn wir zeigen heute ein Roadmovie, das uns ganz woanders hinführt, nämlich in die USA und die Houston, Texas. Ist die Stadt oder die Gegend, in der alles spielt. Houston ist der Debütfilm des Regisseurs Bastian Günther, der zuletzt Regie geführt hat in diesem doch inzwischen legendären, überraschenden, leicht verwirrenden, aber sehr, sehr witzigen Tatort im Tatort. Wer bin ich? Darin, also jedenfalls in Houston, zeigen Sie oder spielen Sie einen Alkoholkranken oder seine Alkoholkrankheit runterspielenden Headhunter. Wir jedenfalls sind gespannt, was es mit diesem Film auf sich hat. Er hat in Hof 2012 den Förderpreis Neues Deutsches Kino gewonnen. Viel genutzt, glaube ich, hat es nicht. Ulrich Tukur hatte vorhin dann auch schon mal etwas nonchalant gesagt, viele Filme, oh, die guten, auch gute, vor allen Dingen gute Filme, in denen sie mitgespielt hätten, seien ausgesprochene Flops gewesen. Auch darüber können wir jetzt vielleicht ein bisschen was erfahren. Es ist uns jedenfalls eine große Ehre, Sie heute Abend hier willkommen zu heißen und sind gespannt auf eine kurze Einführung in den Film Houston. Herzlichen Dank für die schöne Vorrede. Ja. Oh Gott, ich habe wirklich nichts vorbereitet. Ich wusste auch gar nicht, dass ich jetzt da einführen soll, denn ich finde ja, dass Filme für sich sprechen sollen. Man soll das nicht immer kommentieren. Alles lebt ja heute über den Kommentar. Entweder wirkt er oder wirkt nicht. Es ist auch nicht der, muss ich vorsichtig berichten, ist nicht der Debütfilm von Bastian Günther, das ist der zweite große Kinofilm. Davor hat er einen gemacht, der hieß Autopiloten. Und auch darum geht es, Menschen in der Bewegung, Menschen, die ständig von einem Punkt zum anderen hetzen, von A nach B nach C, und man fragt sich irgendwann, wozu diese ganze Bewegung? Also es ist also wirklich nur das. Die Bewegung, diese Dynamik wird dann irgendwann schlussendlich in unserer völlig von Tempo angetriebenen Zivilisation, Zeit in diesen Gesellschaften zum selbstreferenziellen Selbstzweck irgendwie. Das ist das Thema von Bastian Günther, der Mensch eingeklemmt halt in diesem vor allem wirtschaftlichen System, dem extremen Kapitalismus hier in Houston, der von der Geschwindigkeit
Geschwindigkeit und vom Druck, der auf ihm lastet, so peu à peu zerrieben und zerbröselt wird. Das ist ein bedrückender Film mit sehr surrealen Bildern. Ein Mensch, der sozusagen auf die Reise in sich selbst geht, und das Ganze findet dann in diesem ganz sonderbaren Texas statt und in dieser wirklich sehr fast eigenartig toten, surrealen Stadt Houston, in Hochhäusern, in Bürogebäuden, in Komplexen, von denen man ähnlich wie bei Jacques Tati in, wie heißt der letzte Film? Playtime, genau, das sind halt riesige Lebenswelten, die wir uns aufgebaut haben, in denen wir herumirren und uns bespiegeln und irgendwann einfach nicht mehr wissen, wer wir sind, und dann im Tempo einer völlig absurden Bewegung schlussendlich unsere Seelen und uns selbst verlieren. Das ist eigentlich das Thema immer von Bastian Günther. Dieser Film war für mich ganz spannend. Ich kannte Texas nicht und Houston nicht, und wir haben auch in völlig absurden Hotels gedreht, und ich wusste gar nicht, wie künstlich diese Welt da ist. Es findet ja das meiste Leben im Sommer, ist es da sehr, sehr heiß, unter der Erde statt. Da ist nochmal ein zweites Houston, in dem man rumlaufen kann. Also das werden Sie alles da sehen in diesem Film. Er beginnt in Deutschland. Ich habe ein bisschen bedauert, dass die Exposition, das sage ich Ihnen hier unter der Hand, können Sie auch gleich wieder vergessen, also doch sehr dem Schnitt zum Opfer gefallen ist am Anfang, die Geschichte, die losgeht, sodass man, finde ich, ein bisschen verliert, aber ich hätte es nicht sagen sollen. Ich habe das Gefühl, man hätte ein bisschen mehr von dem sozusagen erfolgreichen Headhunter, von dem Menschen, der noch in Saft und Kraft in der Gesellschaft, seiner professionellen Tätigkeit steht, sehen müssen, aber ich finde, es geht auch so. Der Absturz ist halt ja sehenswert. Es ist ein Film, den ich sehr mag, der ein Kassenflop war, weil er wirklich schwierig ist. Er ist manchmal schwer auszuhalten, aber ich finde es faszinierend und filmisch, kameramäßig von dem Michael Kocsi ist sensationell umgesetzter Film. Ich wünsche Ihnen jetzt nicht viel Spaß, aber doch ein interessantes Vergnügen mit dem Film Houston von Bastian Günther. Viel Vergnügen. Und nach dem Film sehen wir uns zum Publikumsgespräch. Ja, begrüßen Sie mit großem Applaus Ulrich Tukur, meine Damen und Herren. Danke, Herr Spörl. Ja, was für eine Figur, dieser Clemens Trunschka, den Sie da spielen. Wie haben Sie denn da zum ersten Mal reagiert? Also Sie haben wahrscheinlich das Buch bekommen und dann haben Sie zum ersten Mal von dieser Figur gelesen. Und wie ist dann der weitere Prozess für Sie? Recherchieren Sie dann weiter in diesem Milieu? Wie geht man da vor? Ehrlich gesagt, man lernt den Text. Und Handwerk. Hofft dann, dass einen die Inspiration vor der Kamera überkommt und dass man so locker ist, dass einem da irgendetwas anfliegt, dass man dann vielleicht so umsetzt, dass das Spiel dann möglichst authentisch wird. Also die Rolle hat mich sehr attrahiert, mich sehr angesprochen. Ich finde das einfach eine wunderbare Parabel auf, also es war zumindest in dem im Drehbuch zu sehen, auf ja, dass das Leben in diesem hyperkapitalistischen System, also das Leben eines Geschäftsmannes, eines Menschen, der einfach diesem Druck nicht mehr gewachsen ist und kaputt geht. Und das in einem ganz tollen Ensemble, wo die anderen ja auch so kaputte Typen sind. Was ich interessant fand, war dieser Blick, und das fanden die Amerikaner dann auch ganz spannend, dieser Unterschied zwischen dem deutschen Verlierer und dem amerikanischen Verlierer. Mhm. Der deutsche Verlierer, der implodiert, und der amerikanische Verlierer, der explodiert. Also der wird immer lauter und immer hektischer, und der Deutsche wird immer stiller. Was würden Sie empfehlen? Das ist beides schrecklich. Aber ich meine, ich kenne Amerika ganz gut, und ich war ja mit einer Amerikanerin verheiratet und habe die Ehre gehabt, zwei Kinder in die Welt zu setzen, die in Amerika groß geworden sind, und bin deswegen immer wieder in diesem Land gewesen, das ich aus meiner Schulzeit in den 70er Jahren kennengelernt habe. Ich war auf einer Highschool außerhalb von Boston 1975, 76. Das war ein Land, das noch sehr liberal war. Es war eine wunderbare Schulzeit, die ich hatte. Ich lebte in einer italienischen Familie.
Er war Friseur und völlig verlogen. Und es war so, die waren religiöse Fundamentalisten. Aber trotzdem war es ganz lustig. Klingt die so. Die beiden Brüder, Gastbrüder, die hatten lange Haare und hatten ein Hanfgärtchen und redeten mit ihren Eltern überhaupt gar nicht mehr. Und die Tochter war für mich bestimmt. Das war also ein bisschen schwierig. Aber ich will damit einfach sagen, es war ein Land, in dem man wirklich gut hat leben können, ohne viel Druck. Ich meine, das einzige Trauma, was mit sich herumschleppt in der Zeit, war der Vietnamkrieg, der 10 Jahre zuvor zu Ende gegangen war. Aber diese Angst, diese, wie soll ich sagen, diese Paranoia, die eigentlich nach dem Zusammenstürzen der beiden, des World Trade Centers dann losging und dieser völlig falschen und schrecklichen Politik von George Bush Jr., das hat zu einer Situation, zu einer Atmosphäre in dem Land geführt, die ich als sehr bedrückend empfinde. Und ich war nicht sehr gerne da. Ich kann mich erinnern, in Houston, vor dem Hotel, in dem ich wohnte, war eine riesige Plakatwand aufgezogen, wirklich, ich glaube, 10 mal 5 Meter groß oder 20 mal 10 Meter riesig. Darauf waren abgebildet 2 amerikanische Cops mit diesen spiegelnden Sonnenbrillen, ein blinkendes Polizeiauto im Hintergrund und oben drüber stand: You are out tonight, so are we. Drink, drive, go to jail. Und so wirst du mit allem. So sind sie ans Set gekommen. Ich bin immer durch dieses heutige Amerika gelaufen, hatte immer Angst, dass ich irgendwas falsch mache, habe mich immer beobachtet gefühlt und habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Gut, warum erzähle ich das, weiß ich nicht. Weil es interessant ist. Also heißt aber auch, so ein Film wäre in Deutschland nicht möglich gewesen, also zumindest mit dieser Intensität eventuell. Wenn das einer sagen kann, dann Sie. Na, wir haben es ja natürlich, Bastian hatte wahnsinnige Schwierigkeiten, diesen Film finanziell auf die Schiene zu setzen. Und wir haben ich sehe es mit Erstaunen, diese vielen Menschen, die da mitgearbeitet haben, die hat man ja alle bezahlen müssen. Ich weiß, wir hatten ein Mini-Budget. Rückstellung nennt sich das. Ja, aber die Rückstellung, das hat mir nur ein einziges Mal was gebracht bei das Leben der anderen. Ja. Das war auch mehr da kam auch ein junger Regisseur namens Florian Hengel von Donkern und das war mit einem sensationellen Drehbuch heran. Und ich dachte, Mensch, das ist so gut. Da sagte mir die alte Frau Baumbauer, die war schon jenseits der Ende 80, das machen Sie, Dukur, das ist so gut, das Drehbuch, war Münchnerin. Und wenn Sie Geld brauchen, da kommen Sie zu mir, bei mir gibt es immer Erbsensuppe, da kriegen Sie das an. Sie spielen das. Und dann habe ich gesagt, ich spiele das, wir kriegen, glaube ich, 5.000 Euro waren es schon, ja. Das ist nix. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache es auch für nix, aber da war ich schlau genug zu sagen, ich nehme mir mal einen Rechtsanwalt und lass mir einfach mal sagen, also 2% von dem, was da eingespielt wird, sind meine, wenn es was einspielt. Es wird in der Regel nie was eingespielt, das können Sie eigentlich knicken, das ist wirklich nur so ein symbolischer Akt. Aber in dem Fall... Die Nase vom Oscar. Muss ich Ihnen sagen, wenn diese blöden beiden deutschen Produzenten Wiedemann und Berg, weil sie auch nicht so an den Erfolg des Films glaubten und es kam gleich Warner Brothers oder was war der Vertrieb, die sagten, well, you know, we think it's an all right film, we're gonna take it, we're gonna do something with it, und die haben denen gleich mal 90% ihrer Anteile verkauft. Und von den 10%, die sie noch behalten hatte, hatte ich dann sozusagen, kriegte ich 2%. Das war aber so viel, dass ich dachte, ich wäre zum Millionär geworden, hätten die das nicht verkauft. Aber die haben natürlich diesen Film genommen und haben, der Film hat ein Budget von 1,5 Millionen, damit drehen sie nicht mal einen Tatort, also das Leben der anderen. Und die haben dann, ich glaube, 40 Millionen einfach Werbekosten reingesteckt. Das muss ich mir vorstellen. Ja. Und das können wir, das ist das Problem, wir in Deutschland drehen dann, Sie haben ja gesagt, das ist ganz, ganz schön formuliert, mit der Schlussproduktion, also mit dem Ende der Synchronisierung, ist es weg und man gibt überhaupt kein Geld mehr für die Vermarktung aus. Und die Amerikaner, die geben halt ein rasendes Geld für die Vermarktung aus. Und diese Filme kippen dann noch nicht so schnell runter. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass so ein Film eben einfach, wenn er überhaupt nicht flankiert wird, durch Werbung und dadurch, dass man mal zeigt, bei den Tausenden von Produktionen, die im Jahr rauskommen, hier ist auch noch ein Film, dann geht er natürlich unter. In dem Zusammenhang natürlich spannend, diese CD, die da immer wieder eingelegt wird, dieses kapitalistische Mantra, das passt da irgendwie gar nicht dazu. Wir wollen das Gespräch nicht alleine führen und Sie haben sicher Fragen, Anmerkungen an Herrn Tukur, dann zeigen Sie kurz auf und unser Vorführer kommt mit dem Mikrofon. Und wenn nicht, macht es auch nichts. Zu Ihnen. Sonst habe ich noch ein paar Fragen. Aber nutzen Sie doch die Gelegenheit. Da ist die erste Frage. Warten Sie kurz aufs Mikro. Danke.
Dankeschön. Ich habe eine technische Frage im Film. In dem Film, in dem der Clem zusammengeschlagen wird, ja, mit ja. den Baseballschlägern ja, ja, genau. und so weiter, haben Sie es alleine gedreht? Man sieht Sie ja nachher so von hinten runterfallen. Oder war das ein Stuntman? Oder macht man das doch das hab alleine? Das habe ich ohne Stuntman gemacht. Also ich hatte eine riesen Angst vor der Szene, weil die waren also, ich glaube, es war Zuckerglas in dem in der Scheibe, in dieser Autoscheibe, die zertrümmert wird, war kein... Oder war es doch echt? Nee, es war echtes Glas. Es war echtes Glas. Also wir hatten auch wirklich bei dem Budget nur einmal die Möglichkeit, diese Szene zu drehen. Mhm. Und wir haben das mit diesen Stuntmen, also die Angreifer sind Stuntmen. Ich selber war ich. Man, das war's. Und der Angriff konnte nur einmal gedreht werden. Und danach war der Wagen kaputt, aber wir hatten keinen zweiten. Und das musste gehen. Also wir haben das wirklich x-mal geprobt und es ging so einigermaßen gut. Aber als sie auf mich zukamen, hatte ich wirklich echt Schiss. Mhm. Weil ich nicht genau wusste, was mit dem Glas passiert. Ich finde, das sieht man, das sieht. Ich sage, ich habe mir vor allem einfach die Augen zugemacht, weil ich wusste, wenn da irgendein Splitter durch die Luft fliegt, mir ins Auge rein, dann ist Schicht im Schacht. Also das war mir wichtig. Ansonsten habe ich halt gehofft, dass ich das überlebe. Also das war wirklich, das war sehr, sehr gefährlich. Voller also, Einsatz. Sah gut aus, ja. Danke. Ja. Gibt es weitere Fragen? Ja, der Film ist halt, hat dieses sehr surreale Ende und das finde ich halt. Wie würden Sie das denn einschätzen? Ist das jetzt was Positives oder ist das Resignation? Am Ende, über das Ende habe ich lange mit ihm diskutiert. Ich habe dann am Ende, bleibt er einfach im Drehbuch, blieb er sitzen im Auto. Und ich habe dann dem Bastian gesagt, weißt du, es ist nicht gut, wenn ich sitzen bleibe, dann ist die Geschichte vorbei. Aber lass ihn doch aussteigen. Nun war natürlich dieser Autokorso auch nur ein Rudiment. Das waren lauter, das findet einmal im Jahr in Houston statt und das sind ungefähr 100 Mal so viele Fahrzeuge. Und eines ist verrückter als das andere. Und das war so ein bisschen mager. Also, das hätte natürlich viel gewaltiger sein müssen. Ich habe ihm gesagt, lass ihn aussteigen und einfach loslaufen. Wir wissen nicht, geht er in ein neues Leben und fängt es nochmal an oder verschwindet. Er löst sich vollkommen auf in diesem Hubbub da. Das soll offen bleiben. Und das Ende war für viele nicht befriedigend. Ich finde es insofern spannend, weil es mit einigen anderen Elementen, die vorher oftmals angedeutet werden, so ein bisschen bricht, weil man hat dieses Thema der Fliehkräfte, das heißt, man ist fremdbestimmt, fremdgesteuert in irgendeiner Weise und hier hat man das erste Mal das Gefühl, er entscheidet irgendwas selber, er geht da jetzt raus und löst sich, lässt das Auto da stehen. So wollte ich es eigentlich gesehen haben. Wenn Sie es so gesehen haben, dann bin ich ja ganz glücklich. Wir haben uns nicht abgesprochen. Sehr gut. Sie haben vor dem Film angekündigt, dass man Houston unter Tage sieht. Das habe ich jetzt irgendwie... Ja, es gibt gigantische Einkaufszonen, Tunnelsysteme unter der Stadt. In der Stadt ist es im Sommer so heiß, dass sie wirklich es fast nicht über die Straße schaffen. Die haben da Temperatur. Es ist sehr trocken, die Luft im wenigstens, also nicht feucht, aber sie haben da Temperaturen zwischen 40 und 50 Grad. Und unten drunter sind die Einkaufszonen. Also das ist in so einem Tunnelsystem. Da können sie sich aufhalten, das ist alles klimatisiert. Und das macht dieses ganze Land und diese Stadt so künstlich. Man läuft immer über Kältezonen, die wirklich so kalt sind, dass sie sich einen Mantel anziehen müssen, über Hitzefelder, wo sie dann fast explodieren, in eiskalte Autos, dann fahren sie vor ein Restaurant, dann laufen sie durch ein Hitzefeld, dann sind sie wieder in einem eisgekühlten Restaurant. Ist alles merkwürdig. Es ist total surreal. Das ist auch dieses Hotel, in dem er da rumläuft. Das ist Wahnsinn. Das ist natürlich visuell stark. Halt visuell alles, sehr ja. stark. Das hat so einen grafischen Sog, das ganze Ding. Das ist wie so ein Bild von Escher, aber es ist auch unheimlich alles. Das ist übrigens ein Hotel, das ist in den frühen 60er Jahren gebaut worden. Das ist sehr alt. Das war damals das Nonplusultra. Okay. Diese Perspektiven fand ich auch immer spannend. Also eben genau das, was Sie so beschreiben, diesen Kälteschock, Hitzeschock, das durch diesen Blick nach oben, Blick nach unten, wird man da so hin und her geworfen, hat man das Gefühl dann auf Kameraebene. Also das finde ich ist ganz gut übertragen worden dann auf die visuelle Ebene. Da ist die nächste Frage, Christian. Oder hier in der zweiten Reihe. Ich glaube, Sie hat eine ganz starke Stimme. Danke. Mir ist bei dem Film aufgefallen, dass da oftmals Dialoge aus dem Off eingesprochen werden und man dann feststellt, das gehört gar nicht zu der Szene, die gerade gezeigt wird, sondern dass es dann erst am Ende des Dialogs mehr oder weniger der Sprechende zu sehen ist.
Welche Bewandtnis hat es damit? Kann ich Ihnen gar nicht beantworten, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe den Film schon Jahre nicht mehr gesehen, seitdem ich daraus... Nochmal, da waren Textfetzen drin? Oder? Ja, also man merkt oft, dass zum Beispiel ganz am Anfang schon der erste richtige Dialog, wo Trunschka mit seiner Frau redet, ja, über den Sohn, dass das, also er starrt ein Bild von Ringer an, und man hört den ganzen Dialog über den Sohn und dann merkt man erst beim allerletzten Satz, dass es nicht jetzt stattfindet, sondern eigentlich in diesem Moment, wo er ins Auto einsteigt. Ja, das kann ich nicht beantworten. Das ist irgend so ein Trick von Bastian Günther oder von Kotschi. Ich weiß es nicht. Ich würde es Ihnen gerne beantworten, das weiß ich nicht mehr. Okay, trotzdem vielen Dank. Entschuldigung. Aber wo der Regisseur gerade auch jetzt erwähnt wurde, in der Tat, diese Korrelation, dass jetzt dieser letzte grandiose Tatort auch wieder in dieser Zusammenarbeit entstand, auch wieder mit Wolfram Koch noch dazu und ihn in der Hauptrolle. Ist das da schon entstanden, diese Idee, so einen verrückten Tatort mal zu machen, der alle Konventionen aufhebt? Das ist uns später eingefallen. Ich habe mich sehr gut mit dem Bastian verstanden und ich verstehe auch so seine cineastischen Träume und was er eigentlich erzählen will. Also er hat ja ein Thema gefunden in seinen Filmen. Das ist dieses Vergehen, das ist diese Geschwindigkeit, die eigentlich dann irgendwann zu einem merkwürdigen Stillstand wird. Das ist eine Welt, die sich aufbläht und eine unglaubliche Bewegung vorgibt, aber im Grunde genommen ist es vollkommen sinnlos. Und das wollten wir in so einem Tatort eben dann auch irgendwie mal rüberbringen. Wir in einer etwas durchzechten Nacht kamen wir auf die Idee einfach, und ich sagte ihm, wie wäre es denn, wenn der Schauspieler, der eine Rolle spielt, dann auf einmal erleben muss, dass er die Rolle vielleicht so, man sagt ja immer, Mensch, du musst in die Rolle Figur hineinschlüpfen, und dass diese Figur sich auf einmal vom Schauspieler, also von dem Wirtstier, von dem Möglichmacher unabhängig macht und ein Eigenleben anfängt und sagt, ich habe keine Lust mehr auf meine virtuelle Existenz. Ich lebe ja nur, wenn die Scheinwerfer an sind, wenn die Kamera läuft. Ich will jetzt auch mal ein Eis essen und mal durch den Park laufen. Und jetzt haust du mal ab in die Virtualität. Also das war so der Gedanke, und das haben wir versucht durchzudeklinieren. Und das ist auch einigermaßen gelungen. Das ist irgendwie, also was ist die Wirklichkeit? Was ist das, was wir erleben? Wie wirklich ist das? Und es wird ja auch immer weniger, je mehr wir in virtuelle Welten verschwinden, wissen wir auch gar nicht mehr, wer sind wir denn noch in diesem Spiel, in dem sich jeder bespiegelt, in dem auch jeder irgendwie gespiegelt wird? Wo ist man selber noch am Ende? Ich kann mich nur so kryptisch ausdrücken, entschuldige. Nein, aber das ist ganz toll, weil diese Spiegelung, das fand ich gerade bei diesem Skypen so toll. Also wo die Clemens Trunschka-Figur erst dann wieder vollständig zu sehen ist, wenn die Frau sozusagen ihren Schatten auf den Monitor wirft. Und ansonsten ist er so eine Figur, die nie richtig da ist. Also genau, ja, dieses Spiel, ja, sichtbar, unsichtbar, das ist ja da schon angedeutet. Ja. Aber was zeichnet denn für Sie einen guten Regisseur eigentlich aus? Ein guter Regisseur ist ein Regisseur, der es schafft, den Darsteller vor der Kamera, der natürlich rechtschaffend nervös ist oft, und wenn es dann heißt, es ist immer ein Wahnsinnsdruck, wenn es dann heißt, jedenfalls damals, als das ist ja auch 35 mm, wie heißt dieses? Cinemascope gedreht. Da hat man natürlich dann auch schon einen leichten Druck, wenn es dann heißt, Ton ab, Kamera läuft, und dann musst du aus dem Lameng auf einmal mitten in einer Situation dann agieren, und das muss dann möglichst locker und authentisch sein. Das ist schwierig. Also ein guter Regisseur ist einer, der dich so entspannt, dass du Ruhe in dir findest, um auf dich zu warten und nicht gleich loslegst und irgendetwas abspulst, sondern einfach schaust, wie ist denn jetzt meine seelische Befindlichkeit? Ich kann den Text, jetzt warte ich, aber ich muss ihn ja nicht gleich sagen. Jetzt warte ich, bis mich vielleicht ein Gefühl ankommt und bis ich irgendwas nicht herstellen muss, sondern bis etwas aus mir rauskommt. Also so eine Porosität, sage ich mal, so eine Transparenz im Spiel kriegt man nur, wenn man wirklich eine Selbstsicherheit hat, und die muss einem ein Regisseur geben. Also das muss eine Zugewandtheit sein, der muss affirmativ sein, der darf auch total kritisch sein, muss dir was sagen, aber der muss hinter dir stehen und dir helfen. Und den ersten Film, den ich mit Costa Gavras gemacht habe, Amen hieß der Stellvertreter, ich kam ans Set, hatte gelernt, und dann habe ich gesagt, ja Costa, wie soll ich denn das spielen? Und dann sagte der, spiel doch einfach, du hast meine Rolle, du kannst das. Und er hat mir so vertraut, dass ich dann auch wirklich das konnte, weil ich mich so sicher gefühlt habe. Der muss sich sicher machen. Das ist ein guter Regisseur. Ist er das beste Beispiel sozusagen für genau das, was Sie gerade beschreiben? Von den vielen, vielen Namen, die Frau Dillmann vorhin aufgezählt hat? Also der Bastian Günther, meinen Sie? Nee, Costa Gavras. Costa Gavras habe ich geliebt. Das ist ein
Jeder funktioniert anders. Manche Schauspieler brauchen die Knute, die müssen ein bisschen gequält werden, die müssen angetrieben werden und andere, also ich liebe es, wenn ich jemandem auf Augenhöhe begegnen kann. Und wenn ich auch selber, dann traue ich mich auch selber mitzumachen und mitzudenken und mitzuentwickeln. Und das ist ganz wunderbar. Und der Gavras war eben einfach ein Gentleman, ein Herr, so wie Schwanzabo übrigens auch. Hohe Eleganz des Gefühls, ein Respekt, so etwas Altmodisches, was mir immer sehr viel Freude gemacht hat, weil man eben dann einfach auch diesen Menschen in ihrer Höflichkeit gerecht werden will und weil man dann irgendwie sich Dinge traut, die man sich sonst nicht traut. Interessant, dass Sie zwei nicht-deutsche Regisseure ausgewählt haben. Ja, ja, unser deutsches Spezialität ist es nicht. Das ist halt das Problem in unserem Land, seitdem ich in Italien lebe, weiß ich das, man wird immer sehr schnell beurteilt. Also, ehe man was gesagt hat, gucken die sofort kritisch auf dich drauf. Beurteilt, man wird auch schnell abgeurteilt. Und das ist in anderen Kulturen nicht so der Fall. Ist die nächste Aber Frage. Wie ist es mit Ihnen selber? Mich interessiert, als der Film begann und Sie sich auf der Leinwand entgegenkamen, dann in das Auto stiegen, welche Gefühle hatten Sie? Was ging Ihnen durch den Kopf? Eben, ganz am Anfang. In diesem Film, ja. Sie haben sich ja gerade Sie sind sich begegnet und mich interessiert, beurteilen Sie sich dann? Oder was geht in Ihnen vor? Oder denken Sie an den Dreh? Oder was war da heute? Welche Szene meinen Sie denn jetzt? Den ganzen Beginn. Die Einstiegsszene schon im Auto. Ach, im Auto, das Ding im Auto. Ah, also ja. Sie kommen, man sieht sie von Ferne, dann werden sie immer dichter. Und also ja, ich glaube, und das durch Gesicht, dann erkennt man sie sozusagen sehr schnell und sie steigen in das Auto ein. Und sie blieben ja noch ein paar Minuten hier sitzen und ich will einfach... Ja, also ich kam in der, ich sehe es da auch da, ich hatte andere Gefühle, als er hat mir gesagt, sag nichts. Ich möchte nicht, dass du irgendwas sagst. Ich wollte gerne sagen, irgendwelche Reaktionen machen. Er wollte halt, dass ich sozusagen, das war in der amerikanischen Kritik des Films dann auch immer wieder der Fall, dass sie sagten, a very dry performance. Dass man sonst einem Whisky zuspricht. Ich hab den Film jetzt nicht mehr gesehen. Nein, Sie haben den Anfang. Ja, den Anfang. Ach so, das meinen Sie, so. Wie sich das anfühlt, wenn Sie sich sehen, quasi auf der Leinwand. Merkwürdig, ich habe mich natürlich da sehr verzerrt gesehen, die Perspektive war nicht gut. Ich sehe mich, um die Wahrheit zu sagen, wenn ich mich in den Filmen sehe, sehe ich sofort, erinnere ich mich an die Gefühle damals und sehe, was ich falsch gemacht habe und sehe, wo ich es eigentlich hätte lebendiger machen oder anders hätte denken müssen. Bei dem Film habe ich oft das Gefühl, ich hätte ein bisschen mehr machen müssen, aber er hat es mir schlichtweg echt verboten, einfach nichts zu machen. Das war ihm wichtig. Also es ist so ganz, es gibt Filme, in denen ich eher d'accord bin. Mit dem Film habe ich dann über so ein Drittel der Strecke Schwierigkeiten mit mir. Ich hätte das gerne anders gespielt, aber er wollte es so. Und ich mochte ihn also, und er war der Regisseur. Ja, am Ende ist das vielleicht ein bisschen schwierig auch. Also dieses Gefühl des Ausgeliefertseins irgendwo, weil letzten Endes das letzte Wort hat der Regisseur. Ja, das sollte schon irgendwie zusammengehen. Also ich habe dann auch, die Vision, die er hatte, war ja richtig. Und ich habe ihm auch vertraut. Ich hätte die Rolle gerne ein bisschen lebendiger angelegt. Zumindest am Anfang hätte ich mir gewünscht, dass man den mir auch mal als Gewinner, als Macher sieht. Dann kann er ja abstürzen. Das war mir von Anfang an, das habe ich ihm von Anfang an gesagt, das war mir schon von Anfang an so zu verloren. Der war schon von Anfang an zu weit unten. Dann hat er nicht mehr so tief fallen können. Das fand ich falsch. Es ist aber auch, wie gesagt, aus dem Teil in Deutschland, also der Exposition, sehr viel herausgeschnitten worden, um diesen Teil in Texas eben einfach intensiver zu zeigen. Und das war, finde ich, ein dramaturgischen Fehler. Aber das ist das Problem, was Sie immer haben, wenn Sie es wissen, was Sie gespielt haben und sehen den Schnitt. Im Schnitt entsteht der Film, ein völlig neuer Film. Und da sind Sie ein vollkommenes Opfer. Das kann gut gehen, das kann auch manches Mal schief gehen. Es ist hier nicht schief gegangen, aber es ist nicht optimal gelöst. Bevor Sie die Frage stellen können, habe ich noch eine Frage, weil Sie sind ja auch Autor inzwischen. Sie haben ja schon Bücher selbst geschrieben, unter anderem dieses wunderbare Werk hier und noch ein weiteres. Das kostet nur 9,95 Euro, bitte was? Und das steht, es steht oben im Museumsshop natürlich, käuflich. Kann auch signiert. Ja, gut. das würde mich natürlich interessieren. Sie wollen das ja auch fortsetzen, hatten Sie so angedeutet vorhin. Ist das was, auch mal fürs Kino zu schreiben und dadurch nochmal auf eine andere Weise Einfluss zu nehmen? Der Hemmstedt ist ja nicht mehr da, ne? Nee, ist weg. Nee. Der Redakteur.
Ich könnte natürlich, wir waren auch haarscharf dran, auch mit dem Bastian jetzt ad hoc. Ich hatte eine wunderbare Idee für einen Tatort, denen ist ein Tatort ausgefallen. Mhm. Und ich wollte einen Tatort drehen mit dem Bastian, das hätten wir schreiben, das hätte ich schreiben müssen, ich hätte es auch gerne gemacht. Ich kriegte nur nicht den Auftrag, weil die glauben, ich kann das nicht, natürlich könnte ich das. Ich habe das nicht gelesen. Freiwillig. Ich kann das wie Giacchino Rossini, der wunderbare, mit dem ich mich nicht vergleichen möchte, der wunderbare italienische Opernkomponist. Giacchino Rossini konnte nur unter Druck schreiben. Mhm. Das heißt, er hat den Auftrag bekommen, ganz viel Geld bekommen. Das hat er mit seinen ganzen Freunden, er war ja ein großartiger Koch, Tornedos Rossini, sein Rezept, seine Entwicklung, und hat das versoffen und vertrunken. Und zwei Wochen vor der Abgabe der Oper fing er an zu komponieren. Aus lauter Angst. Und es war genial. Ich kann es auch nur so. Ja, was war die Frage? Nee, was müssen wir tun, damit das passiert? Da muss einer sagen, hier, Toku, hier haben Sie mal einen kleinen Vorschussabgabe in einem Dreivierteljahr. Dann würde ich es machen. Vorher nicht. Alles klar. Ausgefallene Tatort. Also ich hatte auf einmal die Idee, es ist ein Film weggebrochen, wir hätten innerhalb eines halben Jahres einen Film schreiben sollen. Also habe ich mich mit Bastian Günther, dem Regisseur, getroffen in den Bergen der Toskana, habe gesagt, so, die Idee, schaffst du das? Wollen wir das zusammen machen? Bastian ist ein sehr sorgfältiger, sehr gründlicher Mensch und er traut sich wirklich die Dinge nur anzugehen, wenn er das Gefühl hat, er kriegt das auch hin. Das war die Idee, einen Tatort nur in einem Rahmen zu spielen, in einem Kommissariat, also in einem Büro. Draußen findet irgendein Fall statt und den kriegt man aber immer nur sozusagen im Inneren mit, was da passiert ist. Im Inneren ist wichtiger, dass die Zimmerpflanzen nicht gegossen werden, die verkümmern, die Kaffeemaschine geht nicht, das Computersystem ist veraltet, die Toiletten, weil es ist aus den 70er Jahren, es gibt keine Damentoiletten, man kann draußen nicht stehen, man hat kein Vordach, diese Sachen, also wie das Leben so ist, und nebenher ist ein Banküberfall, dem auch Menschen umkommen, spielt aber gar nicht so die große Rolle. Eigentlich nur ein Raum und völlig absurde Dialog. Das hätte ich mir ganz, aber er sagte, und hat er recht, das muss man so gut schreiben, das muss so ein absurdes Theaterstück im Inneren sein, dazu brauche ich anderthalb Jahre. Und dann haben wir es niedergeschlagen. Und das für Münster. Nicht, dass sie das jetzt mitkriegen, das machen. Ist die nächste Frage. Mich würde interessieren, bei der letzten Hotelszene, als er wieder anfängt zu trinken, also nachdem er eigentlich relativ gut aufgehört hat zu trinken, da ist diese Szene mit dem CEO, ob das ein Rausch war oder CEO. Draußen, wo auf den Parkplatz mit diesen. Genau, in diesem Motel, ja, wo er sich da befindet. Und dann trifft er den CEO. Also hat das wirklich stattgefunden, dass das Rausch? Nein, das ist ein Traum. Das ist aber auch, Traum, auch ne? Das Auftauchen des Hundes, ist natürlich so ein. Ich glaube, da in dem Moment, das sind natürlich so poetisch surreale Bilder, hat der Satrunschka sich aufgrund seiner Alkoholsucht und dieses ganzen psychischen Drucks aus der Wirklichkeit verabschiedet und driftet ab und geht kaputt. Das ist eine von diesen Träumen, Albträumen, die man vielleicht hat, bevor man stirbt. Also da ist er schon am Weggehen. Das fand ich ganz toll, geschrieben auch von ihm. Ich mochte das. Es war ein Day for Night. Es war auch so eine altmodisch gemachte Aufnahme. Eigentlich war es heller Tag. Es war mit Filtern gedreht worden. Ja, das ist im Endeffekt ins Letzte nicht genau zu erklären. Wie wollen Sie eine Erzählung von Kafka genau interpretieren? Ich weiß nicht. Es ist so ein Gefühl, dass irgendwas, es stimmt nichts mehr. Und er findet halt so eine Chiffre, so ein poetisches Bild für einen Menschen, der aus der Wirklichkeit geht. Und noch irgendwelche Menschen so als Reflexion, als Schattenbilder aus der damaligen wirklichen Welt trifft, sieht, um dann völlig abzudriften. Ja, man leidet auch so mit, weil er dann nichts sagt. Mhm. Also er sagt dann einfach nicht in dem entscheidenden Moment etwas, und das erinnert an diese Traumsekunde. Also habe ich mir auch mal gedacht, warum sage ich es nicht? Ich litt ein bisschen drunter, dass ich hätte mich so nicht verhalten. Ja, wir haben ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, bei Ihrer Carte Blanche haben Sie ja auch also diese Wunschfilmreihe, die jetzt diesen Monat hier läuft, wo Ulrich Tukur uns die prägendsten Filme präsentiert. Da hatten Sie ja immer wieder ein Thema, eben diesen einsamen, gebrochenen Mann auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Das ist ja hier auch der Trunschka. Ja. Also das ist schon auffällig, finde ich jetzt. Also der Trunschka ist ja nur einer der verlorensten von allen. Das ist ja ein schreckliches Schicksal. Aber ich glaube, das Schicksal, also wir,
So runterkommen müssen wir nicht, aber das ist nun unser Leben, ist nun so, dass wir das immer weniger verstehen. Das Leben an sich ist absurd. Wir wissen ja gar nicht, warum werden wir in ein Theaterstück hineingeworfen, von dem wir nicht wissen, wer das geschrieben hat und dann, wenn dann der Vorhang am Ende fällt, ob da noch jemand applaudiert. Das ist ja alles irgendwie, wenn man sich wirklich mal überlegt, schon ein horribler Vorgang. Es ist, man hat wirklich allen Grund, Angst zu haben. Mhm. Deswegen habe ich immer ein große Sympathie für Menschen, die mit dem Leben ganz schwer umgehen können und sich in poetische Bilder retten. Das ist ja die einzige Rettung, die wir haben. Das sind ja Gedichte. Also wenn ich Gedichte nicht hätte und mir immer wieder Gedichte auswendig lernen würde, um sie in bestimmten Situationen anzuwenden und in den Gedichten Trost zu finden, käme ich nicht durch. Mhm. Und es gibt wunderbare Figuren, die großen Kinofiguren, das, was Buster Keaton gespielt hat, oder Jacques Tati, den ich ja auch vorstelle, mit dem Monsieur Hulot. Das ist natürlich komisch, aber es ist ja auch ein Verzweifelter, der an der Zivilisation, an der Moderne, an all dem verzweifelt und das nicht mehr versteht und einen grotesken Kampf gegen die moderne Zivilisation führt. Aber das Ganze ist so, dass man irgendwie, das ist wohltuend für uns, weil der stellvertretend für uns durch diesen Irrsinn läuft und komische Funken daraus schlägt. Also sind große Filme, sind, glaube ich, die haben immer, auch wenn sie komische Filme sind, immer eine tragische Grundierung. Und unser Leben ist, das kann man nun mal einfach so sagen, und da beißt die Maus keinen Faden an, tragisch grundiert, denn es das geht Ende für uns alle am Ende schlecht aus. So. Ja, vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung. Ja, aber dann gibt es aber Filme, die einen mit diesem Vorgang versöhnen. Und das ist toll. Wie ist das? Spielt das eine Rolle, weil Sie ja vom Theaterschauspieler zum Film dann rübergekommen sind? Sieht man dann Dinge anders als Leute, als Kollegen von Ihnen, die nur beim Film spielen? Also gerade wenn Sie jetzt das beschreiben, was Sie gerade tun, das ist ja ein sehr, sehr weiter Blick, sage ich mal, auf das Spielen auch und die Reaktionen dazu. Unterscheidet sich das? Wenn man vom Theater, also, oh Gott, das war, also. Oder für Sie selber, also ganz simpel. Sehen Sie sich mehr als Theaterschauspieler? Also als Theaterschauspieler war ich erheblich besser als Filmschauspieler, das muss ich sagen. Nein, also ohne Profiterie. Ja, nein, Käse. Das ist es ist natürlich was ganz anderes. Als Theaterschauspieler haben Sie den Abend in der Hand, das ist Ihr Abend. Also selbst eine mittelmäßige Inszenierung können Sie an einem inspirierten Abend rausreißen, zu einem Ereignis machen. Das ist immer möglich. Und Sie führen den Abend. Und das ist ja auch eine Parabel des Lebens, der Anfang. Abend hat einen Anfang, der hat seinen Höhepunkt und den führen sie dann zu Ende. Und das ist ihre. Im Film werden sie, wie gesagt, sie können ja komplett rausgeschnitten werden, sie werden durch Musik verunstaltet. Also, schon mal passiert bei Ihnen? Ja, also ich habe mit Dieter Wedel einen Film gedreht, der hieß Gier, da hat er eine Musik draufgelegt, die war so scheiße, dass es den ganzen Film beschädigt hat. Also nicht rausgeschnitten. Ja. Ach, die Musik war da nicht mehr rausgeschnitten. Aber, nee, sie. Aber das Theater ist, ja. Da ist die. Ob Sie rausgeschnitten worden waren. Ich bin da nicht, im Theater kann man ja nicht rausgeschnitten werden, das ist ja Ihr Abend. Und das Theater ist eine harte Arbeit und das ist natürlich, das ist ganz wichtig. Man lernt auch, demütig zu sein, der Film, der katapultiert dich dann gleich mal nach Marokko, da kriegst du ganz furchtbar viel Geld und musst einfach nur dein Gesicht im Wesentlichen in die Kamera hängen. Ja, nein, ist aber so. Das ist jetzt keine große Kunst. Aber spielen Sie mal 4 Stunden Hamlet oder Peer Gynt, das ist schwer. Sehen also, aber auch weniger Leute. Ja, sehen erheblich weniger Leute, leider. Nee, hier ist die nächste Frage. Okay, Sie hatten ein paar Mal gesagt, Sie hätten den Film gerne anders gespielt an ein paar Stellen, aber es ist trotzdem scheinbar ein Film, an den Ihnen viel liegt, weil Sie ihn ja ausgesucht haben für die Reihe. Ja. Warum? Ich finde einfach diese Figur in sich, ich finde die hochinteressant und ich finde, die steht parabelhaft für das Leben vieler, die als Manager, als Leistungsträger in dieser wirklich einen völlig absurden, Tempo anschlagenden Gesellschaft arbeiten, kämpfen und überleben. Da finde ich den Film schon sehr stark. Das ist jetzt mein persönlicher Geschmack. Ich finde, die Exposition hätte stärker sein müssen, dann hätte der ganze Film in sich besser funktioniert. Ich finde, der Film funktioniert aber immer noch so gut, dass ich natürlich hinter dem Film stehe. Und ich finde auch diese poetischen, diese surrealen Bilder, die er für die Verzweiflung und das Vergehen eines Menschen da findet, sehr, sehr stark und einfach toll gedreht.
Und es ist wichtig, es ist ein leiser Film, einfach mal zu zeigen, was mit uns passiert. Mhm. Dass wir von einem System zerrieben werden, das wir selber jeden Tag anfüttern. Für das wir im Grunde selbst verantwortlich sind. Das ist die nächste Frage. Hielten Sie in der Rolle das für glaubwürdig, dass ein so hoch angesiedelter Headhunter zu einem solch simplen Manöver, dem Ansatz einer kriminellen Erpressung, greift und sich und dann davon überrascht wird, welche Gegenmaßnahmen er an der Stelle erfährt? Ist in meinen Augen ein Schwachpunkt in der Betriebsanleitung, sagen wir mal. Also der Bastian, ich habe ihn auch gefragt, sag mal, was macht denn der dafür Sachen? Er sagt, du glaubst gar nicht, zu welchen Mitteln die greifen. Die arbeiten wirklich mit allen Tricks und die arbeiten richtig mit Unverschämtheiten und mit Verlogenheiten und die Lügen, um ihre Interessen durchzusetzen. Das ist, glaube ich, die Wirklichkeit ist, glaube ich, noch viel härter und extremer als dieser Film das zeigt. Wow. Okay. Hier ist die nächste Frage noch hier vorne. Noch eine Frage? Ich war mal in einem Lokal, in einem Biker-Lokal auf St. Pauli, nachts. Steppenwolf hieß das, in den 80er Jahren. Das war ein völlig verwanzter, runtergekommener Laden und es war ein alter Rocker mit ganz langen Haaren, völlig verwittert. Der sah wirklich sehr beängstigend aus. Der stand dahinter und da war eine Schiefertafel, da stand drauf Ampel, 4 Mark. Dann habe ich gesagt, Ampelgetränk. Dann habe ich den gefragt, sagen Sie mal, Ampel, was ist denn das? Da guckte er mich gefühlte 3 Minuten an und dann sagte er, nächste Frage. Ja? Schöne Assoziation. Nächste Frage. Ja, der Film hat ja recht viele auch krassere Szenen, wie diese Szene, wo sie in der Badewanne liegen oder dann am Ende, wo Trunschka den Whisky oder welcher Alkohol das jetzt auch immer war, durch sein Hemd durchseit, um die Scherben rauszukriegen. Whisky, ja. Aber welche Szene war für Sie denn beim Drehen am, ja, emotional am herausforderndsten? Ja, jetzt ist so lange her. Also da haben wir gedacht, das war echt auch meine Idee, dass ich sagte, Mensch, geht in die Badewanne, lass uns doch dieses Barschelbild machen. Das war ja diesem, und auch der Barschel ist ja so eine Figur, der ist ja nun auch zerrieben worden unter, man weiß es nicht so ganz genau, aber der war ja nun auch Opfer seiner eigenen Ambitionen, seiner eigenen Fehler. Und dann von irgendwelchen Menschen und Strukturen, die ihn wirklich so unter Druck gesetzt haben, ob es die Stasi war oder was auch immer, dass er einfach nicht mehr konnte. Der Mann ist richtig an sich und an den Umständen kaputt gegangen und an dieser ständigen Lügerei, also ständig diesen erfolgreichen Politiker zu nehmen, und er konnte immer weniger, wie übrigens auch Herr Möllemann, der dann mit dem Fallschirm in den Tod gesprungen ist. Das sind lauter solche Figuren, die sind alle Trutschkas. Bitte? Oder ja, mit ungeöffnetem Fallschirm. Aber das sind die Figuren, die einfach diesen Druck, diese Chimäre, die sie aufbauen, diese Rolle, die sie spielen, der sind sie nicht mehr gewachsen. Und das gibt, sind unendlich viele. Und ich glaube da niemandem, der so wirklich so selbstsicher auftritt. Alle haben sie Angst. Jeder Mensch hat Angst. Und ich fürchte mich am meisten vor denen, die so tun, wie wenn sie das nicht hätten. Diese Barschelnummer war sehr seltsam, ja. Ich dachte, ich weiß nicht, ob das jetzt gut geht, aber das war ein ganz merkwürdiger Moment, ja. Danke sehr. Ja, es sind diese tragischen Helden, die Sie uns hier präsentiert haben. Eine Carte Blanche voller Abwechslung, Musik und Suche nach Liebe und Drohnen im Untergang. Es ist uns ein riesiges Vergnügen gewesen. Herzlichen Applaus. Vielen Dank, Herr Storri, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Und das möchte ich Ihnen noch auf den Weg geben. Natürlich, in diesem Monat können Sie all die Filme sehen, die Ulrich Tukur so beeinflusst haben. Und vor jedem Film gibt es eine Videobotschaft, wo er erklärt, warum er den jeweiligen Film ausgewählt hat. Und alleine das ist den Eintritt wert. Einen guten Nachhauseweg. Tschüss.